Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Dead Rising 3 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Replay Games for You. Ja, und das ist ja mal eine fesche Waffe, die wir da zu Gesicht bekommen. Frag mich, wann wir die selbst auch mal bauen können. Sieht ein bisschen aus wie eine Flammenwerfer-Shotgun. Und den Zombies scheint es auch nicht so zu gefallen. Metro steht da, das gefällt mir wiederum nicht. U-Bahn, da habe ich keinen Bock drauf. Kanalisation eigentlich auch nicht. Aber da werden wir jetzt als nächstes hin müssen. Das ist das Hauptproblem. Na komm, lade mal. So. Wie, warum sind wir jetzt 194 Meter weit weg? Verarsche jetzt oder was? Moment, Leute, da bauen wir uns lieber mal ein Auto dann hier irgendwo. Hier gab es doch irgendwo. Fahrzeugpark, genau. Vier Räder klein. Zwei Räder. Machen wir unser A-Team-Auto natürlich. So. Komm, einsteigen. Und los geht's Richtung Ziel, aber Moment mal hier. Hier drüben gibt's noch was und da drüben gibt's auch noch was. Baupläne, die gucken wir uns erstmal an. Ich meine, wenn wir schon hier sind. Okay. Da oben eventuell. Frage ist, wie kommen wir da hoch? Kommen wir da ins Haus? Nee, vielleicht von hier hinten rum. Oder darum. Sieht mir aus, als ob es hier einen Eingang gäbe. Ist das hier ein Computerladen? Jetzt hauen wir den erstmal auf die... Was ist denn das? Blumentopf, okay. Oh, halt, Moment, was ist das denn? Ein Elektroschocker, den nehmen wir. Scheiße auf den Kopf. Was? Weißt du echt, du Verrückter? Die sind an mir dran. Naja. So krass ist es jetzt auch wieder, ne? Dass wir nicht die Pferde scheu machen. Oh, ein Teddy. Aber wir haben keinen LMG. Jetzt hier. Hier müsste es eigentlich einen Eingang oder sowas geben. Warum gibt es den nicht? Seltsam. Oh, was ist das denn? Oh, Mist. Heißklebepistole. Oh, jetzt kommen sie aber. Gucken wir mal hier außen rum. Oh, du Drecksau. Na, Party gut, hä? Zack, zack, zack. Kawumbel die Bumbel. Wie kommen wir darum vielleicht? Eine Nagelkiste ist leider keine gute Waffe, so wie wir rausgefunden haben. Da können wir hoch, perfekt. Und da ist auch der Bauplan, super. Das Gute ist, bei den Bauplänen liegt auch immer der ganze Kram, den wir dafür brauchen. Super Axt, hört sich ja lecker an. Nehmen wir den mal, was können wir sonst entbehren? Das Brett brauchen wir ja wohl nicht. Und dann gucken wir, dass wir die Combo bauen. Okay, ich denke, die ist ganz gut. So, aber trotzdem würde ich gerne den Elektroschocker weiter mitnehmen. Weil wenn wir dann Richtung Dingens gehen, Richtung, wie nennt sich das, Kanalisation? Ah ja.
Die haben uns gesehen und kommen hierher gerannt. Das ist ja auch interessant. Die Frage, bekommen wir Schaden, wenn wir jetzt hier runterhüpfen würden? Oh, was ist das denn? Können wir rein? Geil! Nein, nicht so geil! Ach du Scheiße, Leute! Was zur Hölle sind wir denn hier gelandet? Das ist ja die Hölle! Einfach mal alles durchgeschnibbelt. Können ja nicht unendlich Leute hier sein, oder? Noch einer. Meinst du? So, okay. Gibt's hier noch welche? Wer macht denn hier diese Geräusche bitte? Seid ihr. Alter. Ist aber mal gut, ne? Blöde Irre. Ach, wir hätten hier rein rausgekonnt, ich verstehe. Diese blöde Spracheingabe. Und hier, was gibt's hier? Ein tragisches Ende. Die Stadt geht den Bach runter. Gut, dass dir das auch aufgefallen ist, Kollege. Gute alte Bleirohr. Können wir hier drauf hüpfen eventuell? Nee. Würde das was bringen, dorthin zu hüpfen? Auch nicht. Die gibt aber auch nicht auf, ne? Wie ein auf die Fresse gefallen ist davon. Scheiße, Scheiße! Wie kommen wir da am besten rum? Ich denke, wenn wir das Schwert nehmen, kommen wir die besten Chancen. Nicht sie weg. Kopf abgeschnitten, Alter. Wie geil. Was ist denn das hier für eine Mission? Genau, das machen wir. 20 Kills. Gibt hier genug Zombies. Nach meinem Dafürhalten zumindest gibt es genug. Wie er da erstmal wieder zu sich kommen muss, nachdem er diese Rolle gemacht hat. Dann kommt wenigstens die erste Stufe von den Kills, will ich bekommen. Aber das, genau, Bronze haben wir. Oh, ich kann fliegen. Einfach mal durchgeflogen. Egal. Selbst Silber gibt uns einen Haufen. Beziehungsweise Bronze gibt uns einen Haufen. EP. So, das haben wir. Danke. Dann doch lieber das Kantholz und ab zum Auto. Wenn sie uns dann mal lassen würden. Komm hier rein. Einfach mal alles abgeschnibbelt. Oh, da gibt es ja noch viel mehr. Da gibt es ja hier gleich noch eine Statue. Ich werde noch narrisch. Na, hoffentlich hat es geschmeckt. Was ist das hier? Daisy Duke Oberteil. Okay, können wir das nehmen?
Oh yeah, das. Geiler Kommentar, Kollege. Oh Mann, mit einer Tasche auch noch. Oh yeah. Daisy Tube Oberteil. Shorts auch noch. Na komm, zieh's mal an. Oh yeah. Jetzt wird's klasse, ey. Oh, da ist die Figur. Sehr gut. Eine weibliche Schaufensterpuppe. Die eignet sich doch bestimmt super zum Kämpfen. Ah, was soll ich sagen? Wir sind ein Fashion-Victim. Und die offensichtlich auch. Kämpft sich nur nicht ganz so gut hier mit dem Ding. Hier kriegt ihr auf. Zack. Faltet ihr von meiner Flugeinlage. Dankeschön. Hier gab es noch was, wenn ich das richtig gesehen habe. Erstmal die Waffe aber einkassieren. So, hier, das sieht doch gut aus. Ich finde es halt auch geil, dass sich so der Kampfstil, mit dem er wirklich dann halt unterwegs ist, dass er sich immer wieder ein Stück weit ändert von der Waffe her. Dass es nie eins zu eins dasselbe ist. Oh, was gibt's denn hier? Was? Drachenschlag. Geht. Boxhandschuhe. Und was brauchen wir jetzt noch? Halt, Moment. Das können wir doch hier einsehen. Waffenbaupläne, okay. So, Drachenschlag. Drachenschlag. Ein Motorradmotor brauchen wir und Boxhandschuhe, okay. Nehmen wir das Bleirohr. Frage ist, wo kriegen wir den Motorradmotor her? Ah, hier, jetzt gehen wir mal weg hier, Kollege. Aber ich glaube, wir haben hier eine Rose. Tatsache. Jetzt mal hier ein bisschen Ruhe. Kung-Fu-Hose, Mann, es wird immer besser. Kung-Fu-Schuhe. Oh je, yeah. Jetzt brauchen wir hier noch irgendwo ein Kung-Fu-Oberteil und schon ist die Sache hier gerissen. Von der Transe zum Kung-Fu-Meister. Immer in die Rücke rein, so wie man es freezerweise macht. Hallo, Anzeigetafel. Ey, hier Säcke. Macht sogar hier keinen Spaß, ne? Die Idioten, das gibt's ja wohl nicht. Gehen wir mal in die Sicherheit sozusagen. Tür zumachen geht aber irgendwie nicht, ne? Was? Dunkle Fliegerbrille. Moment, mal gucken. Oh yeah. Oh, da sind auch Zombies. Was soll denn das? Hier ein Snack, den können wir uns aber reinpfeifen noch. Dann gucken wir mal. Na, das will ich eigentlich nicht. Dass wir uns ein bisschen umziehen, falls es hier drinnen möglich sein sollte. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Bücher, uninteressant. Uninteressant, uninteressant, uninteressant. Wie kann man sich denn umziehen? Keine Ahnung. Gibt's irgendwie nichts. Doch, hier Kleiderschrank. Da oben haben wir doch einen gesehen gehabt. Ne, dann würde ich sagen, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ziehen uns dann nochmal ein bisschen um. Bis dahin sage ich auf jeden Fall danke sehr fürs Zusehen. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.